müssen wir auch fragen, wer bringt welche landwirtschaftlichen Produkte nach wo und wo ist es auch nötig, Märkte, regionale Märkte zu schützen vor super billigem Fleisch, super billigem Getreide, super billigem Milchpulver zum Beispiel aus Europa. Ja, das ist schon eine ganz schön lange Agenda. Wir haben schon viel zu tun. Und immer mehr Menschen machen sich große Sorgen, dass das so nicht weitergeht und tun sich auch zusammen, beziehungsweise fragen sich, wer könnte es denn bitte ändern? Und ich bin davon überzeugt, dass das mit dem Ändern nur gemeinsam funktioniert. Dass die Agentinnen und Agenten des Agrarwandels, dass die sowohl aus der Landwirtschaft kommen müssen, als auch aus den Städten, dass das Menschen sind, die wie wir alle jeden Tag essen und trinken, die aber nicht nur Konsumenten sind. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, das kickt mich oft an, wir werden immer nur als Verbraucherinnen bezeichnet. Verbraucherinnen, die so oder so einkaufen. Aber ich kann jetzt schon sagen, es reicht nicht, mit dem Einkaufswägelchen in die Bio-Ecke zu schieben, um die Agrarwende herbeizuführen. Wir müssen schauen, wie wir es schaffen, dass sich was tut in der Gesellschaft. Dazu müssen wir mit den Bäuerinnen und Bauern zusammen überlegen und da Alternativen entwickeln. Wir müssen auf politische Entscheiderinnen wirken. Ein paar von denen tun ihr Bestes, andere tun genau das Gegenteil, zumindest unter der Perspektive für eine Agrarwende. Wir haben im Moment einen Bundesagrarminister und eine Bundeskanzlerin, die in Brüssel regelmäßig genau das Gegenteil voranschieben von dem, was nicht nur ich, aber was ich hier eben auch schon gefordert und formuliert habe. Der gute CSU-Agrarminister Schmidt wird nicht müde, immer wieder zu sagen, wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen weder Höfe zu retten, die jetzt überall sterben, noch brauchen wir irgendeine Agrarwende. Wenn man den anschaut, dann denkt man, er ist irgendwo noch in einem Bilderbuch gefangen oder zumindest hinter Scheuklappen. Spannend wird es auch, wenn wir über Lebensmittel und Landwirtschaft verbundenes Handwerk reden. Da gibt es schon sehr engagierte und streitbare Verbände aus dem Bereich der Bäckereien, der Imkerinnen und Imker, aus dem Bereich von Handel auch einzelne, aber auch viele, mit denen wir uns wahrscheinlich eher ziemlich doll streiten werden, weil wir unterschiedliche Zielvorstellungen haben. Und ich finde es sehr schön, dass es zumindest in den Netzwerken, die für die Agrarwende arbeiten, dazu sage ich gleich nochmal, wer das eigentlich ist, dass da die Erkenntnis inzwischen gereift ist, es geht nur gemeinsam. Die Menschen auf dem Lande haben an vielen Stellen, seit vielen Jahren, eine ständige Beschneidung ihrer Macht und ihrer Gestaltungsmöglichkeiten erlebt. Viele Bäuerinnen und Bauern sind hoffnungslos irgendwelchen Banken gegenüber abhängig. Sie sind ständig ausgesetzt Preisentwicklungen, die einen Hamsterrad hineinschubsen und es unheimlich schwer machen, noch gestalten zu können. Und sie brauchen auf der anderen Seite auch das Vertrauen und den Austausch mit den Menschen, die ihre Produkte haben wollen. Und gemeinsam kann man ganz schön stark werden. Weil gemeinsam, wir brauchen die Bäuerinnen und Bauern, wir brauchen die Landwirtschaft, wir brauchen die Produkte vom Land. Und wenn wir uns da zusammentun können, dann passiert ganz schön viel Gutes. Und ich erlebe oft, dass das passiert. Und ich erlebe auch oft, dass das spannend ist. Und das ist auch schwierig, weil durchaus viele Leute, gerade aus den Städten, aufgewühlt sind von Fernsehdokumentationen, die mal wieder zeigen, wie schlimm Zustände in einzelnen Tierställen und leider nicht in vielen Tierställen sind, die dann aber aufgewühlt was machen wollen und noch gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich machen können. Und die auch ein bisschen wie Elefanten im Porzellanladen dann manchmal irgendwo lostrampeln. Und dann zu schauen, was sagt denn eigentlich die Bäuerin dazu, die jeden Tag im Stall steht, morgens früh melkt und dann an den Zahlen sitzt und feststellt, es haut wieder nicht hin. Und an welchen Stellen kommen meine Interessen zusammen? Dann wird es richtig spannend. Und dann ist es auch immer wieder schwierig, weil man immer wieder trotzdem unterschiedliche Weltbilder hat, die gemeinsam sagen, so wie es jetzt läuft, schnurstracks weiter in Richtung Agrarindustrialisierung. So soll es nicht laufen. Eigentlich sind Binsenweisheiten, ja. Wenn man politisch was verändern will, dann merkt man, es gibt Gegenwind. Denn es gibt immer Menschen, Strukturen, Organisationen, die davon profitieren, dass es im Moment so ist, wie es ist. Und wir haben auch ganz definitiv keine nicht ganz leichte Herausforderung vor uns. Es geht um viele Konflikte, die wir lösen müssen, wenn wir sagen wollen, wir wollen zu einer ganz anderen Landwirtschaft in der Zukunft. Es ist aber sehr gut, heute schon zu schauen, wer profitiert im Moment von der Situation, wie sie ist. Wer sind denn eigentlich die Fürsprecher für die Interessen der Bäuerinnen und Bauern sind und an welchen Stellen muss man sie der Lüge überführen, wenn sie behaupten, sie würden alle Bauern vertreten und die Interessen aller
gesagt haben, sie sind davon überzeugt, dass sie gezwungen werden, als billige Rohstofflieferanten zu funktionieren. Wer irgendwann den Fehler macht, mit Wiesenhof einen Vertrag zu unterschreiben, ist gezwungen, von Wiesenhof kleine Küken zu kaufen, ist gezwungen, von Wiesenhof das Futter zu kaufen und ist gezwungen, hinterher am Wiesenhof die gemästeten Hähnchen zurückzuverkaufen mit einer sehr, sehr niedrigen Gewinnspanne, wenn da zu viele Tiere in der Phase der Mast sterben, dann ist Essig mit überhaupt dem Hofeinkommen die rote Karte von den Tierschützern kriegt der Hof dazu, das Misstrauen von Nachbarinnen und Nachbarn kriegt er dazu, die dicke, fette Kohle, wissen wir jetzt schon, ist bei diesen Hofen landet wieder da. Das sind immer wieder auch Abhängigkeiten, kann man genauso im Milchbereich angesichts großer Molkereien durchdeklinieren und kann man sich auch anschauen, wenn man sieht, wie inzwischen die Schweinemast funktioniert und die wenigen extrem großen Fleischfabriken ihre Preisverstärkung machen können. Ich finde es ganz spannend, was passiert, habe ich schon mal gesagt, aber seit einigen Jahren ist das Thema Streit für die Agrarwende auch regelmäßig in den überregionalen Medien. Und zum Jahresauftakt immer ein ziemlich großes Ausrufezeichen. Seit vielen Jahren findet im Januar die Grüne Woche in Berlin statt. Eine Landwirtschaftsmesse, die aus der Perspektive von vielen, die sie besucht haben, zu einer Leistungsschau der Agrarindustrie geworden ist. Eine sehr große international besuchte Messe. Es sind natürlich viele Politiker, die sich dort ablichten lassen an vielen leckeren Futterständen. Da sind alle Befürworter der ganz großen Agrarindustrie dabei. Es gibt auch ein paar der ökologischen Landwirtschaft und der Alternativen. Aber seit 2010 gibt es passend zu diesem Termin eine große Demonstration und Kundgebung in Berlin. Seit 2010 gehen, obwohl es ganz schön kalt ist im Januar, immer mehr Menschen nach Berlin zu der Demo. In diesem Januar waren das über 50.000, die zusammengekommen sind aus dem ganzen Land. War der Bahnhof verstopft, weil so viele Leute den ganzen Tag mit Zügen gekommen sind. Menschen, die jeden Tag zu Hause in einer Umweltgruppe aktiv sind, die als Imkerinnen Fragen an die Landwirtschaft und ihre Zukunft haben. Viele Bäuerinnen und Bauern, viele, die einfach sagen, so soll es nicht weitergehen. Tierschützer, die Sorgen haben, wie es in den Ställen aussieht und wie man das in Zukunft machen könnte. Ganz, ganz rund und breit. So, ich habe euch noch die Übersichtsfolie hier. Das ist jetzt die Übersicht, was gleich kommt. Ich mache mal einen weiter. Parallel zur Grünen Woche läuft eben diese Demo jedes Jahr. Und die Mischung der Teilnehmenden ist für mich ein Zeichen, ein hoffnungsvolles Zeichen, dass da was geht. Wir sind so viele und es ist so bunt an Gruppen, die zusammenkommen. Und die haben auch ziemlich viel einander zu sagen. Und die haben auch viel miteinander auszutragen. Da gibt es nämlich durchaus Transparente, die sagen, wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen wir eine gute Tierhaltung hinbekommen. Und es gibt daneben Leute, die aus der Stadt kommen, meistens kommen die aus der Stadt, die sagen, gar keine Tierhaltung. Das ist natürlich unvereinbar in der Einzelposition. In vielen Diskussionen haben wir aber trotzdem festgestellt, es gibt auch Perspektiven, die man teilen kann. Und es gibt auch immer wieder Streit trotzdem, das wird auch so bleiben. So. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal erlebt, dass es eine Gegendemonstration gegeben hat von Bäuerinnen und Bauern, die im Bauernverband organisiert sind bzw. dem nahestehen. Die sind auch schlau, die haben das Motto "Wir machen euch satt" als Gegenmotto gestellt und ein Videofilmchen gemacht, was suggeriert, dass die gesamte Demo "Wir machen, wir haben es satt", dass die gesamte Demo eine Bauernhassdemo sei, die Landwirtschaft allgemein ablehnen würde. Im letzten Januar ist es so verlaufen, dass sie mit ungefähr 500 Menschen demonstriert haben in einem Platz direkt am Bahnhof. Und als sie da noch standen, kam dann die Trecker-Demo, der Wir-haben-es-satt-Demo an ihnen vorbei. Das waren da rein über 100 Traktoren. Das hat dann natürlich nicht so ganz gepasst. Auch wer zuhört bei der Kundgebung Wir-haben-es-satt, der wird erleben, dass dort ganz viele Praktikerinnen und Praktiker sprechen. Leute, die jeden Tag auf dem Land aktiv sind, in Ställen, auf dem Acker und so weiter. Und die sich sehr viel versprechen von dieser Bewegung, die entsteht. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die Vorbereitungen für die Demo am 16. Januar 2016 sind schon weit gediehen.
Und schon wieder gibt es Anmeldungen auch von Treckerfahrern, die durch halb Deutschland fahren. Die fahren dann irgendwann so 3 Tage vorher los, um von Köln oder oben von der Ostseeküste rechtzeitig in Berlin zu sein. Ja, das ist eins von vielen Fotos. Es gibt auch noch viel schönere Fotos. Wer sich über Wir haben satt informieren will, findet das ganz schnell im Internet. Ein kleiner Stapelflyer liegt da vorne auch noch am 16. Januar nächstes Jahr. Und jetzt gerade eben in der Vorbereitung und immer auch in der Diskussion, auf welche politischen Prozesse will man denn auch gemeinsam reagieren. Das gehört mit dazu, dass sich die verschiedenen Mitglieder in dem Bündnis auch absprechen. Das sind Umweltorganisationen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie wirkt sich Landwirtschaft, wie wir sie haben, auf den Boden, auf das Wasser, auf die Luft und die Artenvielfalt aus. Das sind die Tierschutzverbände, die auch viele Vergleiche inzwischen ziehen, Tierhaltung in anderen Ländern und Rahmenbedingungen, die zu einer veränderten Tierhaltung führen können. Da sind entwicklungspolitische Organisationen dabei, die immer wieder auch zu jeder dieser Kundgebungen auch Vertreterinnen aus dem globalen Süden mitbringen, die erzählen, wie das bei ihnen ankommt, wie sich das bei ihnen auswirkt, was jeden Tag passiert, was es nämlich bedeutet, wenn man versucht, in Ghana Geflügel zu züchten, in ganz kleinem Stil vielleicht nur, aber dann ist plötzlich auf allen Marktständen ein Hühnerfleisch im Angebot, was unbezahlbar, ununterbietbar billig ist und was aus Europa eingeflogen worden ist oder angefahren worden ist, manchmal mit unterbrochener Kühlkette, dann ist es auch noch gesundheitsschädlich. Aber auf jeden Fall zerstört es oder verunmöglicht es Entwicklung in den Ländern, in den Regionen. Wir haben in den letzten Jahren schon viele Auseinandersetzungen in Landwirtschaft gehabt und für mich ist es ein bisschen beispielhaft. Und ich finde, dieses Beispielhafte möchte ich jetzt an dem Beispiel auch etwas ausführen, weil es zeigt, was zusammenkommt, damit sich etwas ändert. Das war jetzt der Konflikt um die Gentechnik. Der ist ja schon etliche Jahre alt. Ich habe schon in den 90er Jahren in Hessen auf einem Acker im Schlamm gesessen, haben wir eine Feldbesetzung gemacht, weil wir nicht wollten, dass dort ein Versuchsfeld entsteht. Wir haben dort kampiert, haben viel Kuchen und Suppen geschenkt bekommen von den Anwohnerinnen des Dorfes und haben immer wieder versucht, an die Presse zu kommen, zu informieren, warum wir nicht wollen, dass dort gentechnisch veränderte Versuchssaatgut ausgebracht wird. Es ist aber, wenn man sich jetzt anschaut, wir haben seit 2012 gar keine gentechnischen Pflanzen mehr draußen in der Landschaft. Wir hatten nur, aber immerhin, von 2005 bis 2008 kommerziellen Anbau einer einzigen Sorte des Genmaises Moon 810, der auf zahlreichen Äckern, vor allem in Brandenburg, bis in Mecklenburg-Vorpommern, kleines bisschen in Franken, angebaut worden ist. Und wir haben eine ganz, ganz breite Koalition oder auch Nicht-Koalition von Menschen gehabt, die sich engagiert haben, damit die Gentechnik sich nicht hier ausbreitet. Menschen, die zum Teil eng zusammengearbeitet haben und zum Teil es ausgehalten haben, dass andere eine andere Strategie wählen. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt auch sehr gut, dass sowohl die Macht von Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Rolle spielen kann, aber sie zeigt auch, dass sie nicht reicht. Und sie zeigt auch, dass die Kooperation zwischen Menschen aus dem Land und Menschen aus der Stadt direkt miteinander zu einer Wirkung führt in so einer Auseinandersetzung. Wir hatten erstmal die Lage, die Umfragen waren eigentlich immer ziemlich eindeutig, also wenn man denkt, wir leben in einer Demokratie, die Umfragen waren eigentlich immer in die Richtung, eine übergroße Mehrheit hat gesagt, keine Gentechnik auf dem Teller und keine Gentechnik auf dem Acker. Wir haben aber trotzdem die Entwicklung gehabt, dass die Unternehmen große Pläne hatten, die haben übrigens auch einige Universitäten dafür gewonnen, diese großen Pläne noch größer zu machen und sich auch Mords ins Zeug zu legen. Die Universität in Rostock oder die Universität in Gießen und etliche andere haben Versuche direkt an ihren Universitäten durchgeführt, da ihre Professoren auf Drittmitteljagd geschickt und auch einiges Geld an Land geholt. Und wir hatten verschiedene Bundesregierungen, die Gentechnik befürwortet haben. Die Gentechnik-Kartoffel am Flora hat es dann sogar, ich glaube, das hat noch keine andere Pflanze geschafft, explizit in den Koalitionsvertrag geschafft von Schwarz-Gelb damals. Wir hatten, als das losging, oder bevor das 2004 ist ein Gentechnikgesetz auf den Markt, auf den Start gegangen, das quasi den kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen erstmal die Rahmenbedingungen dafür gesetzt hat. Schon da gab es viele Proteste und schon da gab es eine Sichtbarkeit, dass das kein einfacher Weg sein wird für die großen Gentechnik-Unternehmen, die sich versprochen haben, viel Saatgut verkaufen zu können. Wir hatten große Demos, wir hatten
hatten Greenpeace, die mit ihrer Verbraucherkarte einige Male den Trumpf im Ärmel hatten. Die haben ein Heftchen rausgegeben, ich weiß nicht, wer das noch kennt, jetzt gerade und ist eingestellt vor kurzem, und die haben 6 Heftchen, ein Einkaufsführer, die kaufe ich ohne Gentechnik ein. Das war ein Heftchen, in dem Märkte und Produkte gelistet waren, die explizit sagen, keine Gentechnik kommt bei uns rein. Und es gab also ganz einfach so ein Ampelprinzip mit Grün, war eine verbindliche Zusage des Unternehmens, dadurch darauf zu achten, Gelb war eine Indifferenz und Rot war das Zeichen, die signalisieren, sie wollen eigentlich die Gentechnik. Greenpeace hat dieses Ding gemacht und dann mussten sie dauernd neue Auflagen machen. Die haben Millionen im Laufe der Zeit in Umlauf gebracht und haben es dann mehrmals erlebt, dass große Unternehmen, zum Beispiel auch Handels,